Sämtliche Startplätze für den 32. Sparkassenknappenmann, der traditionell am letzten Augustwochenende stattfinden soll, sind ausgebucht. Dies teilt der Organisator der Veranstaltung, Harald Skopi, mit. Allerdings unterliegt die diesjährige Auflage einem strengen Hygienekonzept. Dieses erlaubt zum Beispiel nicht, dass alle bekannten und beliebten Wettbewerbe angeboten werden können. Dennoch feiert der Knappenmann in diesem Jahr eine Premiere. Deutschlandweit wird nach den Corona-bedingten Einschränkungen die Langdistanz am Dreiweiberner See erstmals wieder absolviert. Die strengen Auflagen sehen aber auch eine Durchführung unter Ausschluss von Zuschauern vor. Des Weiteren ist neben den bekannten Straßensperrungen auch der Badebetrieb im Weißkolmer Strandbereich des Dreiweiberner Sees am Wettkampfwochenende untersagt. Um die Triathlon-Wettbewerbe unter Berücksichtigung aller im Konzept verankerten Hygienemaßnahmen absolvieren zu können, werden noch zahlreiche Helfer für den 32. Sparkassenknappenmann benötigt. Wer mit seiner Unterstützung zum Gelingen der Veranstaltung beitragen möchte, kann sich im Internet unter knappenmann.de als Helfer anmelden.